Zuvor bei Star Wars The Old Republic. Och, da ist er. Hi, General. Hallo. Ihr könnt die Waffen weglassen. Ich werde nicht fliehen. Außerdem bezweifle ich, dass ich es zu einer Rettungskapsel schaffe, ohne meine Eingeweide zu verlieren. Seid ihr, nachdem ich suche? Nein. Hallo, seid ihr das? Nein. Okay, dann tschüss. Ich könnte euch töten. Ich könnte dafür sorgen, dass ihr eure Eingeweide verliert. Ich brauche euch nicht lebendig. Ich bin mir der imperialen Vorgehensweise bezüglich meiner Person durchaus bewusst. Du hast was im Auge. Ich war General im imperialen Militärdienst. Haben sie euch das gesagt, als sie euch hierher schickten? Wussten sie das überhaupt? Ich hab doch keinen. Ihr seid ein Narr. Bist ein Verräter, Alter. Oder so, ist mir egal. Wie ist das? Das juckt mich nicht, Alter. Okay. Glaubt ruhig, was ihr wollt. Das ändert nichts an eurem Schicksal. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr verstehen. Nun habt ihr mich. Mich, meinen Bauch voller Blut, mein Implantat voller Kybernetikgeheimnisse und gestohlener Pläne. Was habt ihr nun vor? Ihr seid mein Gefangener, ich töte euch. Ja, get down, Bruder. Nee. Aber das andere wäre eine helle Seitenentscheidung. So soll es sein. Wir sind ohnehin alle so gut wie tot. Ja, dann freu dich doch, dass ich es kurz mache. Oh, ich mach's schmerzhaft. Tut mir leid. Hab mich vertan. Kennt ihr einen großen, hässlichen, dunklen Lord, der zur Hälfte Maschine ist? Er hatte eine Nachricht für euch. Verdammter Skotia! Was plant er schon wieder hinter meinem Rücken und was wollte er von dir? Er wollte dich sicher einschüchtern. Widerliches Monster. Er ist mehr Maschine als Lebewesen und gefährlich mächtig. Er steht mir schon im Weg, seit ich als Schülerin auf Drom und Kars eingetroffen bin. Solange wir Skutias Atem im Nacken spüren, können wir jedenfalls nicht mit der Suche nach Tulakords alter Macht beginnen. Du wirst Skutia für mich töten. Ah, das war wieder klar. Okay. So. Yeah. Hallo! Ich durchbohre dich! Yeah. Durch dich durch. Nein. Ich wurde gedaffmault. Ja. Zack. So. Und damit herzlich willkommen zu Jo. Leute, wie geht's euch? Die da vorne hat ein gelbes Lichtschwert. Was? Oh, das ist ein der. Der hat aber gerade ein gelbes und ein rotes. So. Hier. Yeah. Ja, heute werden wir hoffentlich diesen Darth Skutia oder wie auch immer der heißt töten. Yeah. Die Metallfräse, wie ihn Oliver vorher liebevoll genannt hat. Ja. Und ich hoffe, euch geht's auch gut. Ja, das sowieso. Ja, ja, okay, dann ist gut. Alter, die Viecher hier sehen viel krasser aus als die Chlorschnecken. Ja. Sind die mutiert, Alter? Ich weiß nicht, vielleicht sind das auch Chlorschnecken. Ja, man kann ja sein, ne? Alles hier sind Chlorschnecken, egal wo wir hinkommen. Ja, wir sind ja auch Chlorschnecken. Ja. Yeah. Yeah. Tief in unserem Innern. Seid ihr alle Chlorschnecken? Ja, gut. Ohm und Kars. Oh yeah. Bald wird das hier Drum und Knädel heißen, wenn wir an der Macht sind. Eben. Und Korriban heißt dann Knädelbahn, Alter. Ja. Alles wird verknedelt. Ein Lichtschwert ist dann Lichtknedel. Ja. Yeah. Oder ein Knedelschwert. Und
Star Wars, die Knädel kehren zurück. Oh yeah. Die Klonkrieger sind dann Knädelkrieger, Alter. Das finde ich immer so krass bei Star Wars eigentlich, ne? Obwohl die Sith ja eigentlich so eher die sind, die so Luxus für sich haben wollen und die Jedi ja eher so schlicht leben, ne? Ja. Wollen und so nix, haben die Jedi immer viel protzigere Sachen. Das stimmt, ja. Die Sith, die haben immer so kahlen Stahl einfach und die Jedi, die haben immer so protzig überall irgendwelche Verzierungen. Ja, ich denke halt, dass die Sith nicht unbedingt auf Verzierung legen, sondern das soll halt schon eher so düster sein, weißt du, wegen der dunklen Seite halt. Ja, das kann gut sein. Und im Prinzip, also wenn du Jedi bist, dann darfst du ja nicht mal was besitzen, außer dein Lichtschwert, ne? Ja. Also das ist schon, ja. Imperiales Bataillon, Bataillonsfahne, aha. Oh. Ja, wir sind jetzt ein imperiales Bataillon, bestehend aus 4 Personen. Geil. Guck mal, hier wird Widerstand geplant. Hallo Widerstand, nicht machen. Ach man, wie die Artikel 13 Demonstration einfach genutzt. Ja, da haben die auch mit Blitzen auf uns geschossen. Ja. Ja. Aber die Jedi haben denen auch 400 Euro gegeben, ne? Also. Ja. Denn wer das noch nicht weiß, Kinder, Google wird von den Jedi geleitet. Ja. YouTube von den Sith, weil das ist rot. Ja, eben. So, jetzt hier nochmal und... Well. Ich hab einen Tentakel bekommen. Well. Ich bin Karussell. Jetzt bekomme ich einen Anruf, geil. Nice. Hallo? Du hast sie also gefunden. Sind die archäologischen Pläne in deinem Besitz? Selbstverständlich. Fantastisch. Ich habe nie an dir gezweifelt. Wollen wir doch mal sehen. Ich beobachte dich ganz genau dabei. Wie gerissen. Unter dem Koloss befindet sich eine versteckte Kammer. Ich würde meine gesammelten Werke von Nagasado darauf verwetten, dass du dort findest, wonach wir suchen. Boah, das ist aber ein hoher Einsatz, Alter. Hier. Yeah. Wie komme ich hinein? Sag mir, wie ich dort hineingelange. Beim Koloss sollte irgendwo ein geheimer Eingang sein. Anscheinend hat Skutia einen kompletten unterirdischen Stützpunkt. Du musst eine Tafel finden. Die Tafel ist das Zeichen der Herrschaft über einen düsteren trandoschanischen Kult. Die Echsen glauben, dass sie ein Geschenk ihrer Gottheit, der Zählerin, ist. Skutia hat diese Tafel gestohlen, um damit seine trandoschanischen Leibwächter zu kontrollieren. Übergib ihnen ihr Relikt und Skutias Macht über seine Leibwächter ist geschehen. Ich interessiere mich sehr für das, was du da tust. Danke, ich find's auch gerade geil. Wir beseitigen also Skutias Schutz. Genau, du bist wirklich scharfsinnig. Den Plänen zufolge wird der Stützpunkt von Skutias Schülern bewacht. Es könnte sein, dass sie die Schlüssel haben, mit denen du die trandoschanische Tafel erhalten kannst. Schalte sie zur Sicherheit besser alle aus. Inubis jas nas jans, nao mipan astana tots jans. Boah, ich weggefetzt. Oh, mein Typ kämpft da hinten. Oh Mann! Nice. Was labert der eigentlich die ganze Zeit, nachdem wir Leute getötet haben? Das weiß ich nicht. Ich würde es aber gerne wissen. Der redet immer darüber, andere Menschen zu fressen, der Typ. Ach so, ja, stimmt. Schade, dass wir den nicht spielen können. Also seine Spezies. Das wäre echt geil. Ja. Gut. Dann sehen und hören wir uns gleich wieder. Jo, bis gleich. Tschüss. Oh Gott. Ach so, oh Gott.
Sehr schön. Zack. Aha. Geil. Finde das Trondoshanische. Ne? Ah. Oh Gott. Oh Gott. Warum hat der ein blaues Lichtschwert? What the fuck? So. Naja. Und jetzt kehre zu Lord Zasch zurück. Okay. Oh, was machst du denn? Naja, muss ich nicht verstehen. Ich habe das Trondoshanische Relikt geborgen. Dann waren wir beide erfolgreich bei unseren Unternehmungen. Aber die Trondoshanischen Leibwächter sind nur ein Teil von Skotias Verteidigung. Seine größte Schwäche ist, dass er hauptsächlich eine Maschine ist. Der abtrünnige Sith Lord Gratan hält einen Cyborg-Experten namens Dorozec gefangen. Er hat einen Neutralisator für mich entwickelt. Damit sollten sich Skotias Cyborg-Teile zerstören lassen. Finde Dorozec und seinen Neutralisator und stelle ihn dann ruhig. Oh, Alter. Muss das unbedingt sein? Ey, das ist doch behindert. Warum kann ich den nicht einfach so töten? Ist doch egal, Alter. Ich soll ihn also töten. Was auch immer notwendig ist. Gratans Anwesen liegt ebenfalls im Dschungel. Befrage den Wissenschaftler. Mit ein wenig Glück ist Skutia bald aus dem Weg geräumt. Dann können wir endlich ungestört nach Tulakords verlorener Macht suchen. Ustaiknians Anparana, Rahitis ni Aino. Wer ist das denn? Oh, Geil. Scheiße. Oh. Ihr seid eine mächtige Figur auf der galaktischen Bühne. Mächtige Figuren ziehen mächtige Feinde an. Schützt euch vor euren Feinden. Vergrößert euren Einflussbereich. Setzt euren Wohlstand als Waffe ein. All das und mehr könnt ihr mit einer Festung erreichen. Sichert euch einen Winkel der Galaxis und gründet eure neue Machtbasis. Lasst eure Festung in Prunk und Schönheit erstrahlen. Und badet euch voller Zufriedenheit im brodelnden Groll und der Angst eurer Feinde. Dient dem Imperium. Zeigt euren Wert. Nutzt eure Macht. Sichert euch jetzt eine Festung. Warum lasse ich mir sowas von irgendeinem Emo sagen? Eben. Wir sind Revaniter, Alter. Was ist das da? Das sind die Leute, die an das glauben, was Lord Revan gelehrt hat. Achso, Leute. So. Hat er gelehrt, ja, Leute? Werdet zuerst ein Jedi, dann lasst euch von Vitiate manipulieren und dann werdet ihr wieder Jedi und beendet den Sith-Krieg. Ja, geil. Ja, easy. Das macht ihr am besten so ein-, zweimal die Woche und dann läuft das schon. Ist geil, ja, ja. Ob wir uns denen anschließen können oder ob das einfach so eine random Fraktion ist. Das ist bestimmt eine random Fraktion. Schreibt's in die Kommentare. Ja. Seid ihr auch Revanita oder seid ihr random Fraktion? Ich bin Darth Revan. Was? Ja, siehst du nicht an meinem Namen? Ja, doch, jetzt wo du sagst. Ja, eben. Schon eine gewisse Ähnlichkeit, ne? Da willst du einen Kaffee? Ha? Hier hast du Kaffee von oben! Ja, geil! L. Und tot. Oh, danke. Könnt ihr bitte so einen Dash Short als Charakterauswahl? Ne? Als Stoffbier-Merch. Ja. Boah, das wäre geil. Könnt ihr uns als das Short malen? Ja, gut. Au! Ich wurde Elektro geschockt. Leute, wer hat die Zeichenkünste? Dann macht das mal bitte. Ich blind zeichne. Da unten müssen wir. Hologramm an der Reihe.
Hallo? Ich kann ja irgendwie nicht... Es ist selten, dass ein Sklave so schnell so weit aufsteigt. Das erfordert Grips. Ja. Ich bin der Schüler und die Stimme von Darth Charnos. Ich spreche in seinem Namen und möchte euch anwerben. Anwerben? Was? Weiß ich nicht. Ich frage mich. Wenn euer Meister mich braucht, soll er selbst zu mir kommen. Mein Meister bleibt lieber im Schatten, aber zweifelt nicht an seiner Macht oder an seinem Vermögen, Erfolg zu belohnen. Ich spreche für ihn. Was habe ich eigentlich? Ich brauche Individuen, die sich in einer Gesellschaft voll Heiligtuerei und Irrsinn einen Ruf erwerben können. Respekt, wenn schon nicht Liebe. Ich brauche Agenten, um einen Feind der Sith auszuschalten. Ihr würdet gute Dienste leisten. Ist das eine Nebenmission? Ich weiß es nicht. Der hatte ein Hauptmission-Ding im Kopf. Ein Feind der Sith ist eine Sache, ein Feind eures Meisters eine andere. Unser Feind ist der Revan-Orden. Ein Kult Was? Von Köpfen, die sich in der Schicht der imperialen Gesellschaft verbergen. Schon seit Jahren rekrutieren die Revanita-Ketzer heimlich Offiziere, einflussreiche Sith, erfolgreiche Söldner, jeden, der ihre Macht vergrößern kann. Ketzer? Wieso sind sie denn Ketzer? Statt dem Imperator und dem Rat der Sith zu folgen, verehren die Revanita einen längst verstorbenen, von Jedi-Sitten korrumpierten Sith-Lord. Wenn ihr für uns die Identität des Oberhaupts der Revanita feststellt, wird mein Meister sie dem Rat der Sith enthüllen. Dann ist der Kerl so gut wie erledigt. Ihr müsst einfach nur dem Kult beitreten. Ich kann euch hineinbringen, aber ihr müsst euch dort Vertrauen erwerben. Okay. Also können wir doch beitreten. Ja gut, aber wir müssen die verraten. Ja. Gibt es einen Plan dafür? Die Revanita haben eine geheime Anlage im Dschungel. Zeigt dieses Zeichen dem Kultisten am Eingang. Er wird euch dann einführen. Ihr müsst euch eine Audienz bei ihrem Oberhaupt verdienen. Wenn ihr sein Gesicht gesehen habt, kehrt ihr zurück und streicht eure Belohnung ein.